Damn. Jawohl, da ist es. The Boomstay Project Expansion is now available. Yeehaw. Und nochmal 3 Packs dazu gekriegt. Flobbiness Floop. Eine gute Legendary, die ich da bekommen habe. Wundernice. Und noch eine Legendary Card. Zarex. Oh, das ist die für den Priester, ne? Jo, das ist eine der goldenen. Ich müsste 2 goldene kriegen. Und die schlechteste. Die schlechteste Legendary in Gold. Die schlechteste Legendary von der ganzen Expansion bis jetzt, also wenn man sich die ganzen Dinger anguckt, die kriege ich in Gold. Ist das euer Kackernst, Blizzard? So, dann fangen wir mal an. Ab geht's. Okay, gar nichts Besonderes dabei. Okay. Ich werde bloß anhalten, wenn mindestens eine Epic dabei ist, okay, Freunde? Ansonsten schaller ich das hier mal schnell durch. Eine Epic. Weaponized Pinata. Death Rattle. Add a random legendary minion to your hand. Ja, die kann ganz lustig sein, die Karte. So. Jawohl! Kanga Endless Army. Wie geil. Finde ich gut. Eine Epic, eine Legendary und eine seltene. Resurrect 3 Friendly Mechs. They keep any magnetic upgrades. Nice. Ja, alle Kartenpackungen aufmachen. Woo, epic. Prismatic Lens. Draw a minion and dispel from your deck. Swap their costs. Interesting. Also ich kenne natürlich alle Karten schon durch die Reveals. Ihr vermutlich auch teilweise. Und Weaponized Pinata 1, zweites Mal. So, und weiter geht's. Noch einiges vor uns. Und wieder eine Legendary. Jawohl, Dr. Boom, Mad Genius. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Golden Epic, Holomancer. After your opponent plays a minion, summon a 1-1 kill for your bit. Warum kriege ich die Kackviecher in Golden? Wollt ihr mich alle verkacken? Ich krieg hier. Oh, nee. Goblin Bombs. Wie viele Goblin Bombs habe ich jetzt bitte schon bekommen? Zephyrium Bomber. Shuffle a bomb into your opponent's deck when drawn. Explode. It explodes for 5 damage. Da habe ich überlegt, ob man das mit Shudderwalk zusammenspielen sollte. Vielleicht. Epic. Augmented Elec. Whenever you shuffle a card into a deck, shuffle in an extra copy. Epic und Juicy Psychmelon. Draw a 7, 8, 9 and 10 cost minion from your deck. Schön für den Druid. Nice.
Epic. Und wir haben den Astromancer, Battlecry. Summon a random minion with cost equal to your hand size. Epic. Necromechanic, your death rattles trigger twice. Oh, nice. Und Boommaster Flag, Battlecry, summoned 4-0-0-2 Goblin Bombs. Ja, hallo. Epic. Omega Agent, Battlecry, if you have 10 Mana Crystals, summon 2 copies of this minion. Ja, ist auch cool. Und Turn 10, 3 Minions liegen zu haben mit 4 5er Stats. Schon nice. Allerdings vergleiche ich das natürlich immer mit der aktuellen Meta. Weiß man nicht, ob das so... dass er noch so stark ist, je nachdem wie die anderen Decks natürlich dementsprechend performen. Bear. Epic! Zwei Epics. Rampantle Florist, sehr schön. Eine Karte, die ich unbedingt auch haben wollte. Und den Beryllium... Gott, oh Gott. Beryllium Nullifier. Magnetic can't be targeted by spells or hero powers. Das Magnetic macht es hier auch sehr interessant. Ja, sind natürlich auch so ein paar Pausendecks sind immer mal mit dabei. Epic. Holomancer. Really? Really? Ich hab dich schon in Golden, was ich nicht wollte. Holomancer, ist das euer Ernst? Ich will die nicht mehr. Kann jemand diese Karte löschen? Und eine Epic. Crystallizer, Battlecry, deal 5 damage to your hero. Gain 5 armor. Ist auch eine ganz coole Karte, die ist bestimmt sehr interessant für einmal den Warlock und für den Warrior. Kann die durchaus interessant sein. Ja, wieder eine Legendary. Whizbang, the wonderful. Da ist er. Ein wunderschönes Stück. Ich bin echt gespannt, wie viele Karten uns jetzt am Ende fehlen. Ich bin noch voll dabei, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, give all minions in your hand, plus 2, plus 2. Epic. Und wir haben... Reckless Experimenter. Desolate minions you play cost 3 less, but die at the end of the turn. Auf jeden Fall sehr stark. Epic. Haben wir noch ein Glowstone Technical? Mir fehlen auch noch ein paar von meinen Epics, die ich mag, doppelt. Also ich brauche die auch zweimal. Nicht nur einmal. Okay, Goblin Bomb. Wenn ich die Goblin Bombs, wenn ich die Zahl, die ich Goblin Bombs in Legendaries gekriegt hatte, ne?
dann würde ich hier, glaube ich, richtig am Rad drehen. Juicy Psychmelon, das ist zum Beispiel eine der Karten, die ich zweimal als Epic haben wollte. Braucht man. Vermutlich. Uiuiuiui. Power Word Replicate. Choose a friendly minion, summon a 5-5 copy of it. 5 Mana, 5-5. Okay, golden, also an goldenen Karten kann ich mich heute tatsächlich nicht beschweren. Da kommt einiges an das zusammen. Weil ihr wisst ja, goldene Karten interessieren mich nicht. Star Aligner Battlecry. If you control 3 minions with 7 health, deal 7 damage to all enemies. Also diese Karte, weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat, ne? Aber ein Minion mit 7 Leben ist schon hart, ja? Aber 3 mit 7 Leben. Aber glaube ich auch mit einer der... Jawollo! Crystal Smith Kanga, Divine Shield, Lifesteal und Your Healing is Doubled. 1-2 für 2 Mana. Ist eine Legendary. Für mich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die ich am wenigsten auf dem Schirm hatte. Die zweite, die ich jetzt zweites Mal als Epic haben wollte. Auch schön, dass wir die noch gekriegt haben. The Boomship. Summon 3 random minions from your hand. Give them rush. Rush, rush. Excited. Okay, das passt, glaube ich, nicht so ganz. Epic. Ectomancy. Summon copies of all demons you control. Und wieder eine Epic. Loose Speckyman. Battlecry. Deal 6 damage randomly split among other friendly minions. Schade. Keine Legendary mehr dabei. Also ich habe jetzt gerade gerechnet, mir fehlen nach 130 Packs noch genau 22 Karten. Also in der Anzahl wahrscheinlich sogar mehr. Aber bis ich jede Karte auf jeden Fall mindestens einmal habe, fehlen mir 22 Karten nach 130 Packs. Wir haben 9. Wir haben 9 Legendaries jetzt aus im Endeffekt 130 Packs bekommen. Eigentlich muss man da noch was unterrechnen, und zwar die 2 goldenen, die eh mit drin waren durch die Packs, und die eine, die man noch geschenkt gekriegt hat von zum Start der Expansion. Das heißt, wir haben 6 Legendaries in 130 Packs gehabt. Das heißt, ungefähr alle 20 Packungen habe ich eine Legendary drin gehabt. Das ist im Schnitt gar nicht mal schlecht, möchte ich jetzt einfach mal meinen. Das geht wesentlich schlechter. Wenn man sich überlegt, dass ab 40 erst die garantierte kommt. Sind wir bei 28.800 Dust, die wir brauchen, oder den wir brauchen. Das heißt nochmal genau das, was ich jetzt eigentlich schon an Dust habe, nochmal einfach so dazu.
Ja, meine Freunde, das war es jetzt auf jeden Fall erstmal vom Pack-Opening. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Decks testen und die Videos dazu werde ich euch ja natürlich auch noch hier bei YouTube bereitstellen. Die sind in, ja, keine Ahnung, ein paar Stunden wahrscheinlich online. Spätestens morgen werde ich die online haben und da werdet ihr im Endeffekt die Decks, ich werde jedes Deck, was im Endeffekt mir Hearthstone vorschlägt, gerade was Boomster angeht, einmal ausprobieren, einmal spielen. Und dann gucken wir, wie das so läuft. Und ja, damit ihr natürlich auch einen Eindruck davon bekommt. Wie gesagt, ihr seht das dann natürlich in einem separaten Video. Hoffe, dass ihr dann auch wieder einschaltet, meine Freunde. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot. What's this right here? It's my penis. That's your penis, alright.